Die vier Putten in den Ecken hier repräsentieren die Gründungsfakultäten. Das ist einmal die Theologie, die Philosophie und hinter mir Jura und Medizin. Die Gegenstände in den Händen repräsentieren die Fakultäten. Aber hier fehlt doch sicherlich was, oder? Ja, genau, leider. Durch Jahrhunderte hinweg haben die Figuren auch gelitten und da sind auch leider Attribute verloren gegangen. Haben Sie noch weitere Fragen? Gut, dann können wir weitergehen. Hey, mach mal jemand das Licht wieder an. Siehst du? Den Leuten fällt es schon auf, wenn uns da was fehlt. Naja, euch, nicht mir. Ich kann da auch nichts dran ändern. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich meine Harfe verlieren konnte. Es ist auch nicht mehr recht, wie ich meinen schönen, goldenen Schatz verloren habe. Ihr schusseligen Schwätzer, ihr hattet doch nie was. Reingebildeter Fatzke, das beste Stück hatten wir. Ja, recht hat er. Hier habe ich noch eine Radierung von der Eröffnung. Da seht ihr's. Ich habe den ganzen Bums hier vor 1750 geplant. Ich sollte das wissen. Gold und eckig, das allsehende Auge. Ja, ich erinnere mich noch ganz genau. 1750, als wir hier eingezogen sind, hatten wir noch alle Hände voll. Na gut, dem Chef vom Bau kann man nicht widersprechen. Ist euch bei der letzten Restaurierung sicher aus den Händen gerutscht? Nee, kann auch nicht sein. Da wurde ja vor ein paar Jahren erst alles hier ganz neu vergoldet. Und da wäre mein Dreieck auch dabei gewesen. Wie? Und dann hattet ihr bei dem hoheitlichen Besuch der schwedischen Königin schon nichts mehr in den Händen? Wie sieht das denn aus? Naja, lieber nichts in der Hand als eine dümmliche Keule. Ich glaube, jetzt geht's los. Ich komme gleich rüber zu dir mit dieser dümmlichen Keule. So ein Quatsch. Wie oft soll ich dir es noch sagen? Dies ist keine Keule, sondern eine wundervoll erleuchtete Fackel. Symbol der Weitergabe von Wissen und Lichtspender in den dunkelsten Zeiten. Bla bla bla. Komm zum Punkt, mein Sohn. Mein Punkt ist, dass ihr alle so etwas haben solltet. Wie jetzt? Eine Fackel fehlt mir auch? Wir hätten unsere Instrumente wirklich zu jedem Zeitpunkt verlieren können. So viele Leute, wie über die Jahre zu den verschiedensten Veranstaltungen ein- und ausgegangen sind. Vielleicht ist da jemandem mal was abgebrochen. Oder diese Langfingerstudenten haben was mitgehen lassen. Möglich. Hier war es ja auch immer gut besucht. Ja, als das hier noch die Bibliothek war, sind ständig Leute ein- und ausgegangen. Das müsste bis Ende 19. Jahrhundert so gewesen sein. Ja, und danach nur noch endlose Investituren, Gastreden und ewiges Geschwurbel. Im Kaiserreich und in der DDR. Von den Nazis, von denen will ich jetzt gar nicht anfangen. Aber Konzerte? Die gibt's auch schon immer. Stimmt. Kann also jederzeit weggekommen sein. Wird schon wieder auftauchen. Dann können wir wieder rausgehen durch die Tür, die sie gekommen. Du hättest jetzt einfach, man sieht ja deine Lippen nicht. Ja, egal. Und ein paar der Attribute sind sogar verloren gegangen. Jetzt keine weiteren Fragen geben. Sorry, ich dachte, wir wären jetzt zu Ende wegen dir. Nein, alles gut. Genau, das machst du toll. Und danke. Halt, normal, stopp, es hat nicht geklappt. Kamera läuft und bitte.
Jetzt Licht. Umdrehen. Nanu?